Hallihallo, meine lieben Papas und Mamas, Mamas und Papas, und herzlich willkommen in meinem neuen Video. Und wie ihr es im Hintergrund schon gesehen habt, wir sind im Lego-Haus in Dänemark in Billund. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ich nehme euch heute mal mit. Ich zeige euch, was man hier heute alles so erleben kann, was man hier alles bauen kann. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, lasst uns gleich mal reingehen und starten. Los geht's. Ja, dann. 130, 130, 130. Wir haben jetzt eingecheckt, wir gehen jetzt diesen riesigen Lego-Baum hoch. Oh, hier gibt es noch was. Da müssen wir gleich noch mal gucken, ne, was das ist. Da werden Lego-Steine produziert. So, wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt schon ein paar ganz coole Modelle gesehen. Richtig cool, wie das hier alles aufgebaut ist. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen ausprobiert, ein bisschen gebaut und jetzt geht's weiter. So, hier kann man Autos bauen und dann über die Rennstrecke, zwei Rennstrecken gibt es, fahren lassen. Das probieren wir, glaube ich, jetzt mal. Dann gibt es hier so einen kleinen, ich glaube, das ist so eine Art Spielplatz hier, mit einem Hubschrauber. Ganz witzig. Okay, hier ist eine richtig große Bauzone, Duplo, Lego, alles. Echt viel. Überall wird hier gebaut. Eieieiei, hier ist viel Lego. Hier, guck mal, da kannst du Bienen bauen. Hier kannst du Bienen bauen. So, wir sind jetzt im tiefsten Keller angekommen. Hier gibt es die History Collection. Ich bin gespannt, was das ist. Aus Lego-Steinen gemacht. Mhm.
Ah, okay, hier wird die Geschichte erzählt. Welche Geschichte? Wie die Lego-Steine entstanden sind. Wie er die Idee hatte und dann zu dem ersten Spielzeug. Ist er bestimmt schon gestorben. Ja. Schon fast nicht mehr zusammenbauen, weil die Dinger ganz kaputt sind und so. Ich glaube, dass die immer noch zusammen. Hey, okay, Flashback in meine Kindheit. Ja. Da So, also ihr könnt jetzt hier eure eigenen Fische bauen und dann könnt ihr die scannen und dann sind die im Aquarium drin. Die legt man dann da drunter und mit dem Band, was ihr hier habt, kann man dann seinen Fisch da ins Aquarium machen. So darf der aussehen. Wir bauen jetzt mal Fische. So, ich habe jetzt etwas gebaut, was aussieht wie ein Fisch. Ich lasse es ab. Den lege ich jetzt hier rein. Vorher mache ich mein Band. Dann wird er gescannt. Ja, so sieht mein Fisch aus. Gut. Was du jetzt? Dort den oder den? Ich glaube, ich möchte das Gesicht. Kann ich das noch verändern? Nein, dann doch, doch, warte. Gut. Und die, welche Augen? Ein? Warte. Ja, der hier nämlich. Und dann kannst du grün machen. Und dann schwimmt er da ist doch. Und da kommt er raus. Da schwimmt unser Fisch. Ja, sehr lustige Sache. Kann man sich auf jeden Fall ein bisschen die Zeit mit vertreiben. Ja, wir haben einen kleinen Waldspielplatz hier draußen noch. Da ist noch ein Baum. Da ist noch ein Baum. Tatsächlich. So, ich geh mal hin. So sieht's hier aus. Ja, Fazit, wir haben jetzt schon fast alles eigentlich gemacht. Ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Also man kann hier locker, ich sage jetzt mal so, ja, um die 3 Stunden verbringen, wenn man alles wirklich ausgiebig macht. Man kann auf jeden Fall an jeder Ecke viel bauen. Man kann mit diesen ganzen, ich baue eine Lego-Figur, scanne die ein und kann, hallo, und kann die dann irgendwie auf dem Monitor sehen und bearbeiten. Man kann Filme mit Lego machen. Also du hast wirklich, wirklich viele Sachen, die man hier machen kann. Hallo da oben. Also für die ganze Familie, für groß und klein. Da ist er. Für die ganze Familie, groß und klein, wirklich genug zu tun hier, um ja, so einen Vormittag auf jeden Fall ganz easy rumzubekommen. So, wir schauen uns jetzt noch den letzten Rest an und dann gibt es unten noch das Fazit. So, das war unser Tag im Lego-Haus in Billund. Wir gehen jetzt gerade raus. Wir waren noch erfolgreich natürlich shoppen, wie es sich so gehört. Als Fazit kann ich noch sagen, sehr, sehr cool, wenn ihr mal einen Vormittag hier oder Nachmittag verbringen wollt, bei schlechtem Wetter auf jeden Fall. Denn, also, ja, wir waren jetzt ein bisschen über 3 Stunden hier drin, aber 3 Stunden kann man hier eigentlich locker aushalten. Ja, wie gesagt, für Kinder sehr viel, aber auch für die Erwachsenen. Die kommen hier gut auf ihre Kosten. Also ich würde sagen, für die ganze Familie 3 Stunden schöne Unterhaltung. Die könnt ihr hier im Lego-Haus
im Billund auf jeden Fall bekommen. Meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.